Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und willkommen zurück bei School of Dragons. Ja, es geht wieder und irgendwie ist das Einzige, was jetzt nicht stimmt, ist meine Kamera. So, was sollen wir denn? Wir hatten ja letztes Mal dieses Feuerturnier hier gemacht. Gehen wir durch da ran, vielleicht nimmt ihr das. Oder ich muss den Computer einfach mal. Das kann ja auch sein. So, ich glaube, so ist es besser. Ja. Okay. Gut, wir müssen zum Schulleiter zurückkehren. Nur weil, also ich hatte ja letztes Mal aufgehört, weil das mit der Zeit richtig knapp war. Hätte ich eine Sekunde länger aufgenommen, hätte es sich hochladen können. Und das war echt knapp. Aber ich weiß selber gerade nicht, ob ich überhaupt gewonnen habe. Ich habe da nur Geld gekriegt und mehr war das auch nicht. So. Zum Schulleiter. Alles klaro. Da, ach, da ist er ja. Mensch. Blabbern wir ihn doch mal gleich an. Rotzberg hat gesagt, dass du beim Feuerball warst, richtig klasse warst. Das ist einfach riesig. Okay, das war's schon. Okay. Und was ist das hier? Bitte, das ist jetzt nichts mit Werbung oder sowas. Mhm. Okay. Gucke ich mir später mal an. Huch! Kamera! Also Wolfgang, du hast ja auch gesagt, es ist bei dir nicht... Warte, der Knopf. Hallo? Ach, das liegt da oben noch. Das hängt sich die ganze Zeit auf. Okay, jetzt geht's. Oh, gut. Vorhin ging das nämlich schon wieder. Das regt mich echt auf. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Egal, was haben wir jetzt? Ach ja, nee. Das. Obwohl, habe ich genug Geld? Nee, habe ich nicht. Wir brauchen. Ich nehme doch mal eine neue Aufgabe an, weil ich brauche unbedingt Geld. Money, money! Jetzt wahrscheinlich gleich wieder erstmal mega lange. Nehmen wir einfach wieder das obere. Triffix beim Ausbildungsturm des Flugvereins. Hey, das ist neu, oder? Ist das neu? Sieht cool aus. Annehmen? Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, auf zum Ausbildungsturm. Da. Oh. Okay, falsche Richtung. Oh, das war knapp. Wolfge, bei mir hat es geklappt, dass du das Spiel einmal löschen musst und dann einfach wieder installieren. Das hat jemand in den Kommentaren auch geschrieben. Und du musst auch nicht neu anfangen, also. Oh. Aber. Egal. Achso, Higgs muss man hier treffen. Oh, knappe Sache. Ein Knochenbrecher. Hep und Hep und ich... Achso. Okay. Das ohne Zahn. Ja,
Was? Drachen transformieren. Ich nehme aber wieder das erste. 50! Okay, nehme ich. Ja, nehme ich. Okay, jetzt. Was ist? Ich kann das da nicht so gut lesen, weil es so dunkel ist. Hilf deinem Drachen mit Rang 10 im Brutplatz aufzuwachen. Oh ja, kann dann fliegen. Das wäre echt cool. Oder. Oh Gott. Weil bis jetzt kann man da nicht so gut. Da ist ein ohne Zahn. Sag mal. Nee. Das ist. Ey, das. Ah! Ich, wenn ich immer denke, also meinen eigenen Drachen sehe, dann denke ich mir so, ja, ist ganz gut. Aber sobald ich einen ohne Zahn sehe, will ich den auch haben. Nachtschattentrainer hat in die Kommentare geschrieben, dass man sich den kaufen kann. Aber nur solange man Mitglied ist. Und da ich nicht Mitglied bin und ich auch nicht weiß, wie das geht, und man 30 Euro für ausgeben muss, weiß ich nicht so genau, ob das was einem richtig bringt. Deswegen lasse ich es bis jetzt. Und das will meine Eltern mir sowieso nicht erlauben. Oh, ein Däne. Das ist eine typische Däne. Schon wieder bei 6 Minuten, wir haben kaum was gemacht. Das meinte ich ja, bei School of Dragons kann man so schlecht irgendwie was machen, weil man richtig viel Zeit für braucht. Und vor allem lädt es immer so lange, das braucht auch viel Zeit. So, dann. Oh, ein kleiner. Das ist wieder ohne Zahn. Das ist wieder, aber es ist ein anderer. Aber es ist auch ein ohne Zahn. Also wenn wir jetzt irgendwie fliegen, kann ich noch nicht so richtig. Ich kann es ja mal zeigen. Aber ihr habt es ja auch schon gesehen. So. Wow, yeah! Okay, jetzt machen wir das, dass wir das vielleicht endlich hinkriegen. Wieder gehen. So Schlangenlinien. Huch. Entschuldigung. So. Dann brauche ich da bestimmt einen Sattel. Später, oder bin ich... Das kostet auch Geld. Mein Drache steht im Feuer! So, dann bewundere ich ihn einmal, weil... Ja, okay, ist einmal, sieht immer noch komisch aus. Ist dein Drache zum Wachsen bereit? Ja, ist er. Okay. Ah. Level 10. Achso, jetzt kann ich ihn nochmal verändern. Oh, das ist aber. Das finde ich gut. Dann kann ich hier das Grün. Weil ich wollte das Grün hier ein bisschen blasser machen. Das ist doch das hier, ne? Ja. Nee, das ist mir zu. Oder wir machen das Blau. Bei den Flügeln. Kann man das nicht so hell machen? Okay. Ich spiele jetzt ein richtig schönes Blau. Oder ich ändere einfach das hier mal kurz. In dunkelblau. Sieht auch ganz cool aus. Oh, den gibt. Also. Ich weiß ja nicht. Also. Echt ein bisschen dunkler. Oder ich mache das so in grün. Oh, das sieht auch cool aus. Aber ich bin nicht so der lila Typ. Also, das finde ich jetzt nicht. Gelb. Sieht auch komisch aus. Also. Oder wir wechseln mal, wir machen das hier mal in hell. Und das hier machen wir sonst mal in rot. Sieht das besser aus? Eigentlich schon, oder? Der ist zu hell.
Das können wir dann vielleicht so dunkel machen. Oder das gelb? Nee, gelb. Sieht das gut aus? Ich weiß ja nicht. Was ist das denn? Man kann ja noch so drehen. Das ich aber irgendwie nie checke. Ah! Nee, ich weiß ja nicht. Ich habe es nicht eben gekriegt. Sieht das so gut aus? Ja. Ich glaube, ich lasse den so. Hier vielleicht ein bisschen dunkleres Blau. Findet ihr den so schön oder soll ich ihn wieder lieber zurück machen? Ich weiß gar nicht, ob man den noch verändern kann. Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich beende den Part sonst einfach und dann wird ihr beim nächsten Part sehen, wie der aussieht. Bis später dann.